Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video von Just Cause 4. Wir machen jetzt erstmal die nächste Mission. Und zwar machen wir jetzt mal. Das können wir nicht, das haben wir leider nicht freigeschaltet. Wir gehen jetzt erstmal Angriff auf Atalia. Den machen wir jetzt erstmal. Moment. Ah, okay, super. Das machen wir mal eben kurz. Kriegen wir mal kurz dahin. Da oben ist das okay. So. Ich hoffe heute ohne Grafikbugs. Aufladung ist da. Das ist richtig Party da unten auf jeden Fall. So, dann machen wir die nächste Aufladung. Mal sehen, wie weit wir kommen. So, sind wir eigentlich da? Was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich jetzt hier machen? Rico, ich schicke dir die Koordinaten für das zentrale Bahnbetriebswerk der Schwarzen Hand. Ja. Station Atalaya. Es liegt nahe bei Iapa, wäre also ein guter Ausgangspunkt für unseren letzten Angriff. Das hatten wir uns auch gedacht. Lass es uns wissen, wenn du da bist. Was wissen wir über Atalaya? Die Station ist von allen Seiten durch Abwehrkanonen gesichert. Schalt sie ab. Gib mir Zugriff und ich habe sie in ein paar Minuten umprogrammiert. Okay, super. Ich halte dich auf dem Laufenden. Suche nach Feindbeenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Verfluchte. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Oh, das war nicht so schlau. Ich denke mal, das sind die Dinger. Oh, verdammt. Eine Kanone ist außer Gefecht. So, dann holen wir uns mal die nächsten Kanonen. Das nächste Ding. Oh, verdammt, das war nicht so gut. Muss mal die Waffe wechseln. So. Ey. So und so. Nur noch eine Kanone, Izzy. Bin bereit. Das war natürlich nicht so schlau. Aber ihr kennt mich. Ich bin nicht immer der Schlauste. So. Jetzt gehen wir da runter. Wollt sich verarschen? Ob ich den nicht sehe? Das ist der letzte. In der Mitte der Station gibt es eine Kommandokonsole. Stöpsel mich da ein, dann programmiere ich die Kanonen. Mach ich. Ja, da versucht es doch. Du bist dran, Izzy. Okay, bleib in der Nähe der Konsole. Klar, mach ich. Ich werde mein Bestes versuchen. Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico.
Ja, danke. Da kommen noch mehr Soldaten der Schwarzen Hand, Rico. Ha! Hier ist auch eine Waffenkiste. Oh ne, brauche ich nicht. Ich mach dich alle, du Wichser! Was kaputt machen. So, wollen wir noch was hier? Gegner, da. Ach komm. Really? Schön. Ja, komm mal. Ich muss. Verdammt! Schütze, Alter, war Frist. Mir ist leider nicht zu spaßen, Leute. Tut mir leid. So. Dann haben wir auch noch ein paar Wurstsachen zu zerstören. Diese Kanonen gehören jetzt der Armee des Chaos. Gute Arbeit, Leute. Die Station ist der perfekte Ausgangspunkt für unseren letzten Angriff. Warte, Rico. Da kommt ein Panzerzug. Das sind ja die reinsten Schlachtschiffe. Unsere Truppen werden da nie vorbeikommen. Konzentriere das Feuer auf die Lok. Puh, der Zug ist hinüber. Weißt du was? Klasse. Und du hast das ganz alleine erledigt. Manchmal bist du echt angsteinflößend, Rico. Nur für meine Gegner, Sargento. Heilige Scheiße. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt, wir sind Feind. Hier Zentrale, Feind ist noch aktiv. Haltet die Augen offen. Ach komm! Haut rein, Leute, ich muss mal los, ja? So, die Mission haben wir schon mal abgeschlossen. Dann gucken wir mal, wo wir Trip mal aussenden können. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal hier. Ja. So, und so. Was muss ich denn hier noch? Schieße Operation Sandstachel ab. Okay, und Windläufer. Okay, cool. Ja, was machen wir als nächstes denn hier? Das ist das...
Die können wir machen. Sandstaffel. Dann machen wir jetzt die Hauptmission. Irgendwie Helikopter? Ja, da. Du bist ein Mate, okay, cool. Die sind zurück da auf und die sind da. Das Ziel ist aber verschwunden. Wo sind die? Feindlicher Flieger. Waffen bereit machen. Gut, dann fliegen wir jetzt hin, würde ich sagen. Ja, lass doch einen Daumen da. Und lass doch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. So. Wo ist denn das? Dahinter. Das ist dieser Wetterturm, oder nicht? Oder einer dieser Wettertürme. Oh ja, ja. Feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. Das könnte ich Probleme kriegen. Ich sag's gerade. Ich muss los. Ja, okay, dann muss ich wohl raus. Was, Digga? Verdammt. Kann ich jetzt nicht schnell raus aus dem Sturm? Bitte? Danke. Digga, was? Hä? Was? Und was will ich denn bitte gehittet? Lull. Scheiß Waffe. Tja, ich würde sagen, ne, Weltrekord. Wir wurden von meisten Blitzen getroffen und leben immer noch. Unbeschadet. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Gameplays sehen wollt, beziehungsweise von der Länge her. Lieber so 10, 20 Minuten Dinger oder halt auch so mal 40 Minuten oder sowas. Schreibt mir das mal in die Kommentare, bitte. Oh, geil! Ich dachte, das wäre ein Jet. Lull. Belastend. Los, ab in den Zug, Rico. Und halt ihn am Laufen, bis ihr den Abkoppelpunkt erreicht habt. Gut, dann gehen wir in den Zug rein. Ich bin an Bord des Zugs. Er fährt vollautomatisch. Aber die Geschütze werden von der Schwarzen Hand bemannt. Ich glaube, deren Fahrscheine sind abgelaufen. Okay. Ein Zug wurde entführt. Schickt sofort Hubschrauber los. Ich habe doch gar nichts entführt, Mensch. Damit bringt das nicht wirklich viel. Bis dann. Nicht gut.
Ja, was soll ich denn da machen? Lass dich nicht abhängen, Rico. Das war der Plan. Ciao. Egal, wie hast du dich, Mist, du musst zurück zum Zug. Lass dich nicht abhängen, Rico. Ja, muss los. Der Zug bleibt gleich stehen. Sie versuchen, euch am Außenposten festzuhalten. Ja. Ich merk's. Da ist eine Konsole im Außenposten. Ja. Stöpsel mich da ein, dann bringe ich das in Ordnung. Wo denn? Das ist der Hex. Los, setz uns wieder in Gang, Izzy. Verstanden. Alles klar, der Zug fährt wieder. Eine Schrotflinte, cool. Digga, dieses Scheißgeschütz, ne? Nee, du Scheißgeschütz, Alter. Verzeihung. Ihr habt den Punkt für die Trennung fast erreicht. Mach dich bereit, den Frachtwaggon von der Lok abzukoppeln. Okay, jetzt. Zieh den Stift raus oder schieß einfach drauf, um die Waggons zu trennen. Boom, Digga. Alles klar, das nimmt meine Kanone. Feindliche Kräfte versuchen, eine Waffenlieferung zu kapern. Sie muss sofort vernichtet werden. Sieht aus, als würde die Schwarze Hand das Ding lieber in die Luft jagen, als es uns zu überlassen. Ist ja mal wieder typisch. Halte sie auf, ich schicke Verstärkung. Sargento, weise du Rico Ziele zu. Das ist nicht meine Kanone, Alter. Dann schauen wir mal, was das Baby hier so drauf hat. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Bestätigt. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Helis im Anflug, Rico. Pass auf. Luftunterstützung ist unterwegs. Lull.
Keine Chance. Das Ding ist der Wahnsinn, Mira. Oh, soll ich die Verstärkung also zurückrufen? Nein. Ich habe gar keine Chance. Auf die Helikopter muss ich auf jeden Fall aufpassen. Die haben doch ein bisschen... Machen doch ein bisschen Schaden, die Dinger. Raketenwerfer auf dem Schrottplatz! Kriegsschiff meldet Einsatzbereitschaft. Welcher Schrottplatz? Rico, da fährt noch ein Zug auf der Strecke. Ich glaube, er will euch rammen. Das können Sie vergessen. Schieß das Ding ab! Schieß es ab! Das war knapp. Ich muss diese scheiß Raketen, diese Wichser loswerden. Was soll ich noch so lange überleben, oder was? Noch ein Raketenwerfer, oben im Kirchturm. Und tschüss. Da kommt noch ein Zug, Rico. Dieses Mal aus der anderen Richtung. Alles klar. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Die Kanone ist etwas mitgenommen. Ha, das war wohl nichts. Oh Gott, von wo denn überall? Oh, ich zieh's ganz an meine Mates ab. Kanone sieht schon echt derbe Kacke aus, ja. Das waren die letzten. Alles klar. Sargento bringt Lenzer vorbei, um die Kanone einzusammeln. Warte so lange. Okay, super. Hey Rico, gutes Teamwork, hä? Alles in Ordnung, Rico? Bestens, Lancer. Ich denke, das mit dem Geschütz wird funktionieren. Ich wünschte, ich hätte es in Aktion sehen können. Wirst du. So Leute, ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, ja? Haut rein, Leute. Ciao, ciao.